Bismillahirrahmanirrahim. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier sehr viele Sachgüter, unter anderem Rollatoren, Hygieneartikel, Betten, was haben wir noch? Schulranzen. Rollstühle, also Rollstühle. Kinderrollstühle, ja. Alles Mögliche haben wir. Und natürlich Schulranzen, Sportsachen, ja. Schuhen, Klamotten, also alles neu. Ja. Natürlich die Rollstühle, Rollatoren, da sind wir zweiter Hand. Genau, die haben wir sauber gemacht. Und wir haben schon 125 Rollstühle, nur Rollstühle. Und dann kommen 10 Kinderrollstühle, 6 sind stabile Rollstühle, 4 elektrische Rollstühle sind dabei. Und natürlich 48 Kartons sind Rollatoren. Da sind auch zum Beispiel, hier sind 2 Rollatoren drin. Ja. Da sind manche doppelt und manche XL, so große für schwere Leute. Ja. Und natürlich, dann kommt 7 Betten haben wir. Mhm. Elektrische Betten haben wir da drin schon. Die sind alle drin. Und sonst ja, Klamotten, was ich gesagt habe, schon genau. Alles nägelnagel. Die kommen alle nach Türkei, in den Dörfer. Und unsere Planung ist, das ganze Konzept auch auszuweiten, auch in andere bedürftige Länder. Dank auch Galatasaray, in der Kooperation mit Galatasaray. Dank der LKW-Fahrer, der den langen Weg fahren muss im Hintergrund. Da hinten ist er. Genau. Achso, da hinten ist er. Dank die ganzen Unterstützer, die mithelfen, mit anpacken, wird der LKW vollgeladen. Der LKW fährt nach Türkei. Das, was ihr sehen könnt, ist er vollbeladen. Dank eurer Spenden, dank eurer Unterstützung, dank eurer Sachspenden. Unter anderem mit Rollatoren, mit Rollstühlen. Elektrorollstühlen teilweise. Wenn viele bedürftige Menschen in den Dörfern davon profitieren können, vielen Dank. Gemeinsam setzen wir Zeichen. Gemeinsam werden wir die Welt in einen besseren verändern. Ganz egal, wo auf dieser Erde, wenn es die Möglichkeit hergibt, werden wir das machen. Und da sind die ganzen Leute, die mit da beteiligt waren und das Ganze unter anderem mit Unterstützern. Vielen Dank. So, wir sind soweit. Danke. Danke, Help Linja. Danke an den Helfern, Unterstützern, die uns wirklich bei dieser Dosteli Hand des Freundes uns richtig unterstützt haben. Und dass wir das mal hinter uns haben, wir sind froh, dass wir das geschafft haben. Und heute vor allen Leuten, vor der Presse, vor der Bürgermeister, vor der also Vizekonsul und vor Abgeordnete Yazıcı haben wir den jetzt vor dem ganzen Publikum haben wir den losgeschickt. Und wir hoffen. Es muss mehr Menschen wie er gehen, wirklich. Es muss mehr Menschen gehen. Und wir hoffen, dass der Fahrer gut heil darüber kommt und dass wir den in Iznik den begrüßen können und den Hilfsbedürftigen verteilen können. Vielen Dank. Danke schön. Danke nochmal an alle und danke dir auch, Bruder. Helf dir. Gerne. Okay. Alles klar. So, wir sind jetzt hier in Türkei angekommen. Das war eine sehr anstrengende Fahrt, was ich fahren musste. Nein, Quatsch, wir sind geflogen. Der LKW ist angekommen und Bismillah. Wir sind angekommen, wir werden gleich inshallah den LKW abladen. Und morgen und die nächsten Wochen werden die Sachgüter an Bedürftige verteilt, dank eurer Unterstützung. Vielen Dank. Dieses Konzept werden wir auch inshallah in andere bedürftige Länder auch durchführen, wie zum Beispiel in Libanon. Genau, das ist der Plan. Ausgepackt. Die nächsten Tagen werden die hier an den Bedürftigen verteilt. Unter anderem vielleicht Menschen, die keine Rollstühle haben. Vielleicht ihre Unterstützung, vielleicht dank eurer Spende können die diesen Rollstuhl benutzen. Der LKW ist komplett voll. Unter anderem auch mit Betten und vielen, vielen verschiedene Sachen. Vielen Dank für eure Spende.
Yol yan herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sevgiler, saygılar.